Servus, heute lernen wir, wie wir Bewährung zum Beispiel vom EG in das erste OG kopieren können mit Beschriftung und dass auch die Schnitte das Ganze mitspielen. Und dann seht ihr hier die Kontrolle, einmal hier das Teilbild vom EG und einmal vom ersten OG. Ich habe nichts verändert, außer dass ich das Ganze kopiert habe. Und jetzt noch eine Stelle, die man dann noch nachjustieren muss, denn die Schnitte haben ja nicht alle Modellteilbilder in der Referenz und auch das werden wir gemeinsam noch nachjustieren, damit ihr wisst, wie das auch funktioniert. Viel Spaß und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es liken würdet, denn so funktioniert leider der YouTube-Algorithmus. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und nach dem Intro geht's los. Servus, hi, da ist wieder der Peter. Heute zeige ich euch, wie ihr die Bewährung von einer Grundrissdecke und auch von den Schnitten zeigt mir, in die nächste Ebene kopieren könnt. Also in meinem Beispiel einfach die Decke EG ins erste Obergeschoss. Bevor wir das machen, also ich habe hier ein bisschen beschriftet, hier ist die Grundrissableitung, also ich habe nicht viel beschriftet, ich habe hier die Eisen reduziert, hier sind sie voll im Gange, hier habe ich es ein bisschen reduziert, habe den ersten und das letzte Eisen angezeigt und immer drei von der Verlegung. Maßstab 1 zu 50 im Grundriss, Maßstab 1 zu 25 in den Schnitten und da habe ich vielleicht ein bisschen zu voreilig gehandelt. Beschriften wir nochmal kurz die Eco-Box, assoziativ beschriften und jetzt können wir hier noch die Schriftgröße auswählen, machen wir mal 0,5, wunderbar. Ebenso, den brauchen wir hier eigentlich nicht, den Rückbier, weil der gehört sich nicht zur Decke. Ja, es ist nicht alles vollständig bewährt, aber um das geht es jetzt auch gar nicht. Es geht nur um das Beispiel. Ihr möchtet natürlich am Schluss sehen, dass hier die Beschriftung dabei ist. Maßlinie sowohl als auch Fächer, genauso wie von den Schnitten und wie das Ganze vonstatten geht. Als erstes empfehle ich euch, deaktiviert mal hier alles und schaut euch erst das Modell an. Ich gehe hier in die Animation über. Hier zeigen wir mal alles an. Die Decke ist nicht mit aktiviert. Moment, die brauchen wir auch. Und was wir dann noch brauchen, haben wir noch ein Geschoss drüber? Nee, Artiger. Okay, die habe ich aber noch nicht modelliert. Egal. Und den 3D-Körper, den setzen wir vielleicht auch noch nach unten. Vielleicht so. Oh, nicht ganz getroffen. Schauen wir jetzt noch. Wir messen 3,5 cm in Delta Z. So, jetzt schaut das besser aus. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist Demo. Okay. Unsere Ausgangssituation, also wir haben diese Decke bewährt. Wir wollen das Ganze nach oben manövrieren. Und jetzt nehme ich mir einfach auch entweder die Unterkante zu Unterkante Decke oder die Oberkante zu Oberkante. Je nachdem, es könnt ihr auch sogar die Deckenstärke variieren und dann müsst ihr entweder die untere Lage oder die obere Lage anpassen. In meinem Fall messe ich jetzt einfach, oh, hallo, wo bist du denn hin? Maus, liebe Maus, liebe Maus, die Maus ist weg, meine Maus ist weg. Wow, was für ein Start. Oh, sie kommt wieder, sie ist wieder hier. Ich denke mal, ich habe F2 gedrückt. Ja, natürlich immer das berühmte F2. So, jetzt nochmal. Die Maus ist hier. Ach, wenn das passiert, einmal kurz ins Planlayout. Ja. Und wieder zurück, dann müsste es wieder funktionieren. Und jetzt F3 drücken. Also bei F3. Ihr geht auf Messen, Strecke. Nochmal. Messen, Strecke. Ihr wählt die Oberkante eurer Decke aus. Die Oberkante eurer neuen Decke. Dieses Maß, das merkt ihr euch, notiert ihr euch am besten 2,875. Also 2,875, wenn ich es diktieren müsste. Gut, 2,875. Wir wechseln wieder in die Bauwerkstruktur. Ich benutze Kopiervorlagen. Das machen viele, die IBD oder BIM Easy Pro nutzen auch. Oder auch die Buddies von CS Concept. Die haben immer schöne Kopiervorlagen und die nutzen die. In diesem Fall dürft ihr das nicht nutzen. Ihr geht her, geht in euer Gebäude.
Ihr markiert es einmal, also einmal mit Linksklick, dann einen Rechtsklick drauf, Struktur einfügen, Geschoss. Jetzt schreibt ihr einen duften Namen dazu, zum Beispiel Decke, hallo, 1, okay. 1,50, wir machen das genauso wie davor in der Kopiervorlage. Merkt euch das, wenn ihr in einem Team arbeitet, ich mag es sogar, wenn ich alleine arbeite, es hat immer denselben Aufbau, dieselbe Struktur. Und wenn die Struktur und der Aufbau auch nicht immer ganz korrekt sind oder schlecht sind, behaltet es bei, weil sonst gibt es nur Chaos. So, jetzt klicke ich auf das oberste Teilbild, das ich kopieren will, nehme Links-Shift, drücke ich jetzt, also Links-Shift ist mit der anderen Hand gedrückt, deswegen kann ich die andere Hand nicht nach oben, Links-Shift auf das letzte Teilbild, das wir mitkopieren wollen, in dem Fall 834, anklicken, mit Links-Shift loslassen, Rechtsklick der Maustaste, einmal bitte kopieren. Jetzt geht ihr auf das leere Geschoss, also auf dieses einfache Geschoss, wo wir keine Teilbilder zugeordnet haben. Rechtsklick, einfügen unter. Jetzt die nächstfreien Teilbilder auswählen. In meinem Fall ist das 880. Enter. Und jetzt wurden die Teilbilder kopiert. Aber die wurden nicht nur kopiert, sondern wir aktivieren einmal jedes Teilbild, was einen Schnitt enthält, denn dann können wir assoziative Teilbilder mit anzeigen lassen. Das heißt, wir haben jetzt jedes Mal mit einem Doppelklick auf ein Teilbild nur das eine Teilbild aktiviert. Das machen viele irgendwie nicht. Die deaktivieren irgendwie alles und dann lassen die eins rot und gehen auf Schließen. Einfach ein Doppelklick auf ein Teilbild passt. Jetzt machen wir einen Rechtsklick auf die Detailschnitte, Referenzteilbilder aktiv setzen und wir sehen, wir haben keine Verknüpfung zum EG. Okay? Auch hier in der 881 rechts. Müssen wir jetzt da reingehen? Nochmal zurück. Referenzteilbilder aktiv setzen. Auch hier selbes Beispiel. Wir haben keine Referenzen zu der Decke in EG. Schon mal gut, aber noch nicht das, was wir wollen. Wir aktivieren jetzt diese 5 Teilbilder. Also am schnellsten geht das in ein Teilbild rein. Hier aktiviere ich jetzt mal den Grundriss, wir sehen, wunderbar, hier ist die Beschriftung dabei, aber wir müssen es natürlich noch nach oben verschieben. Jetzt aktivieren wir 5 Teilbilder, wieder mit Links-Shift, Rechtsklick, aktiv setzen und schließen das Ganze. Jetzt haben wir alle Teilbilder vorhanden, die wir nach oben manövrieren wollen. Und wir haben uns gemerkt, 2875 nach in Z-Richtung. Was machen wir also? Ich öffne jetzt noch einmal das Animationsfenster. Vielleicht schalte ich sogar diese Teilbilder mal auf passiv, damit wir sehen, was jetzt geschieht. Ja, Decke vielleicht noch mit dazu. Habe ich vorher schon vergessen, gell? Aber unsere Teilbilder, wir müssen noch darauf achten, unsere Teilbilder haben keine Referenz zur Decke im ersten OG, sondern zum EG. Wie wir es kopiert haben. So, und jetzt klicken wir hier unten da drauf, auf ganzes Bild darstellen. Einmal bitte klicken, dass wir alles vom Teilbild dargestellt haben. Wir klicken auf unser Verschieben. Also ich habe einen Hotkey natürlich dafür, aber hier geht es natürlich auch über Verschieben. Wir markieren alle Schnitte und alles, was dazugehört. Einfach blauen Kasten hier drüber, den Report der Matten, den habe ich nicht mitmarkiert, der ist völlig egal. Jetzt fragt uns Alpern, von welchem Punkt aus wollen wir das verschieben? Ihr klickt random auf irgendeinen Punkt in der Karte. Ich klicke jetzt hier hin. Und jetzt mit der Tabulator-Taste. Das ist die Tab-Taste. Die ist neben dem Q. Links neben dem Q, also rechts ist das W, links ist die Tabulator-Taste. Da klickt ihr zweimal drauf. 1, 2. Und jetzt seht ihr hier unten, seid ihr auf Delta Z. Okay, auf Delta Z. Dort gebt ihr das Maß ein, in welche Richtung ihr das Ganze verschieben wollt. Ich bringe meinen Maus-Cursor wieder zurück auf meinen Referenzpunkt, wo ich angeklickt habe und gebe jetzt hier die 2,8875 ein. Und ihr seht jetzt schon in der Animation, wie sich das alles verschiebt hier. Ne? Seht ihr das? Von hier nach hier wird es... Eine wichtige Sache möchte ich noch ansprechen. Am 5. Juli 2024... Da findet ein neues Event statt, das All-in-One
Event, das ich zusammen mit der CS Concept auf die Beine gestellt habe. Dort werdet ihr die Profis Betomax, Kallenberg Ingenieure und Max Frank antreffen und auch meine Wenigkeit. Ja, ihr werdet sehr viel erfahren über Rückbieganschlüsse, über Elastomerlager und Kragplattenanschlüsse. Alles im Nemetschek Haus in München. Es sind alle CADler von jeglicher Art willkommen. Also ihr müsst keine Allplan-Anwender sein. Das Event-Ziel ist natürlich, euch aufzuklären und euch mit den neuesten Informationen aus der Baubranche und aus der Einbauteilwelt mitzuteilen. Und da das nicht alles ist, ist auch noch für euer leibliches Wohl gesorgt. Alles kostenfrei. Yep, alles kostenfrei. Also, ein neues Event auf die Beine gestellt. Ich freue mich drauf, das Ganze organisieren zu dürfen. Und dann geht ihr einfach auf gstoo.de/all-in-one. Dann auf jetzt anmelden und dort könnt ihr euch kostenfrei registrieren, aber Teilnahme nur mit Registrierung möglich. Servus, ciao und jetzt geht's weiter mit dem Video. Sich verschieben und wenn wir jetzt auf Enter klicken, ist der Zauber geschehen. Das Einzige, was noch ist, wir müssen noch die Decke einfügen vom nächsten Geschoss und die Schnitte etwas anpassen. Aber ich escape mal, dass ich aus jeder Funktion raus bin und zoome jetzt in den Grundriss rein. Und ihr seht, die Beschriftung ist noch vorhanden und wir haben aber die Bewährung ein Geschoss weiter manövriert. Jetzt schon mal ein Like da lassen. Das ist ein Like wert, oder? Und ein Abo sowieso. Und jetzt haben wir hier ein Problem mit unserem Schnitt hier. Mit unseren Schnittchen. Wahrscheinlich wurde hier eingestellt auf... Ach, keine Ahnung, was hier eingestellt war. Wir aktivieren das Ganze, Doppelklick drauf. Schnittführung darstellen. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Anwenden, nochmal anwenden, bitte. Jetzt ist die Schnittführung wieder da. Okay, das Einzige, was jetzt uns natürlich fehlt, ist die Decke. Die müssen wir jetzt noch einfügen. Wir klicken hier ein Doppelklick außerhalb auf den äußeren Rahmen, Doppelklick drauf mit Linksklick. Schauen uns hier die Teilbilder an. Wir klappen das einmal zu, schauen in den Ingenieurbau und schauen hier wunderbar nur diese Teilbilder und nicht hier. Und das Modell müssen wir natürlich neu verknüpfen. Wir haben ja jetzt eine Decke mit dabei. Theoretisch müsst ihr auch die Attika mit verknüpfen. Okay? Und auch die vorhandenen Teilbilder. Hier könnte ich jetzt deaktivieren die EG-Decke. Brauche ich nicht. Ich brauche die EG-Wände. Nee, auch nicht. Auch hier. Diese Teilbilder brauche ich nicht. Ich brauche die Wände drunter, Decke und die Wände drüber. Habe ich aber jetzt in dem Fall nicht und sage okay, anwenden. Und jetzt wäre es korrekt. Auch wenn sich hier irgendwas verschoben hat vom Modell her, das soll jetzt nicht unsere Relevanz sein. Und hier gehe ich jetzt in den nächsten Schnitt noch rein. Auch hier werde ich das anfügen. Ich hätte auch gleich beide Teilbilder aktivieren können. Ich dödel. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesagt. Hoffentlich wird es rausgepiepst. Teilbilder, wieder alles schließen, Modell, Erdgeschoss deaktivieren wir komplett, Obergeschoss könnten wir eigentlich alles markieren und sagen, okay, anwenden und wunderbar, wir freuen uns. Wir haben die Beschriftung dabei, wir haben hier einen Durchstandspunkt, haben gar keine Durchstandsbewertung. Gut, den löschen wir einfach raus und fertig. So, so haben wir das gelöst und jetzt... Dürft ihr ein Abo da lassen und das nächste Video gleich anschauen, denn jetzt kommt die Endcard. Ciao, servus, euer Peter. Und wenn euch das gefallen hat, natürlich liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Servus.